Hallo. Hallo. Was macht ihr heute hier? Ach, wir werden ganz wunderbare Dinge miteinander tun. Filmst du jetzt oder knippst du? Machen wir auch Sex? Was? Ich filme. Machen ja, wir auch Sex? Wir machen Sex und 6:30 und dann schauen wir mal. Und Rock'n'Roll. Ja, und Drogen nehmen wir in flüssiger Form zu uns. Bier, Wein. Krombacher Radler, alkoholfrei natürlich. Okay. Seid ihr von Hein-Gericke? Ja, unschwer zu erkennen. Moment. So. Hein-Gericke. Ist die Firma eigentlich aus Stuttgart? Unsere Firma ist auch in Stuttgart präsent. Der Hauptsitz? Der Hauptsitz ist in Düsseldorf. Hauptsitz ist in Düsseldorf. Wir haben roundabout 90 Shops in ganz Deutschland und 150 in Europa. Wie schwer ist es für euch in Zeiten der Globalisierung und der Großmärkte, euch als kleinere Firma zu halten? Es gibt ja in dieser Form in Europa oder weltweit gar nicht so viele Firmen. Ich meine jetzt so die Dumpings, Louis und die Jungs. Na gut, wir beteiligen uns nicht an diesem Discount-Krieg. Wir haben seit 1970 eine Marke platziert, die immer wieder Innovationen präsentiert hat, immer wieder Dinge vorreiten in der Branche. Es ist bekannt, dass unsere Qualität tatsächlich Qualität ist. Ihr habt ja eine Hausmarke, gell? Wir haben auch Leder und so. Wir haben viele Hausmarken. Mhm. Wir haben also sogenannte Subbrands unter der Hein-Gericke Marke, spezifisch für den Rennsport, für Enduro, für Spaten. Ja, für Tourenfahren und so weiter. Okay. Das findet sich in der Kollektion halt wieder. Und da sind halt alle möglichen High-End-Produkte zusammengefasst, wo eben auch wieder mit High-End-Produktherstellern Zutaten und so weiter. Fährst du selber auch Motorrad? Ich fahre selber Motorrad. Was hast du? Ich habe eine Transalp. Ey. Ich habe seit 78 eine Goldwing K3. Und machst große Touren, wenn du Zeit hast? Große Touren? Wenn ich Zeit habe, fahre ich immer noch große Touren, ja. Aber die Zeit wird natürlich in Zeiten der Saison etwas kurz, aber ich beschränke mich dann auf Herbst, Winter. Okay, jetzt noch eine letzte Frage. Was gefällt dir besser, Sex oder Motorradfahren? Sex auf dem Motorrad. Danke fürs Interview.